Hallo meine Lieben, heute sehe ich mir seit vielen Jahren mal wieder ein Notebook bzw. Laptop an, gebe meinen Senf dazu ab, ob das vor mir aufgebreitete Modell etwas taugt oder nicht. Das Interessante dabei ist ja, dass wohl nur die allerwenigsten unter euch von der Marke gehört haben werden, doch ihr wisst ja, dass ich oft auch gern Produkte unbekannterer Hersteller teste. Das Notebook, um das es heute geht, hört auf den Namen LinkPlus P5, sehr schön und simpel, einfach zu merken. Dieses P5-Modell, das ich hier heute vor mir liegen habe, ist ausgestattet mit einem Intel Core i3-Prozessor der 10. Generation, verfügt über ein 14 Zoll Full-HD-Display, 8 GB RAM sowie eine blitzschnelle 256 GB NVMe-SSD. Genaueres zu den technischen Daten bekommt ihr ein wenig später im Video. Entscheidend beim Notebook-Kauf ist natürlich der Preis und wofür man sich so ein Gerät zulegt. Denn wie ihr mit Sicherheit wisst, ist nicht jedes beliebige Notebook gleich für jedermann da draußen gleichermaßen gut geeignet. Das Modell LinkPlus P5 kostet auf Amazon derzeit genau 479 Euro, was wohl für viele, darunter auch mich, genau das perfekte Preisfeld für ein simples Bürogerät darstellt. Wenn ich mir nämlich einen Lappy kaufe, gebe ich zumindest meist 500 bis maximal 700 europäische Dublonen aus. Gut, jetzt geht's aber ans Eingemachte. Der Lieferumfang fällt richtig mager aus, doch beschweren kann ich mich nicht, denn neben Notebook, USB Typ-C Kabel, 65 Watt Typ-C Ladegerät und Kurzanleitung ist alles dabei, was man braucht. 5 Minuten habe ich mich hinter den Kulissen bereits mit dem Ding beschäftigt und bin durch die ersten Windows-Einrichtungsschritte gerast. Denn ja, Windows ist bereits vorinstalliert, wenn auch die Edition sehr enttäuschend ist. Es handelt sich hierbei nämlich um die Windows 10 S-Version, die mit teilweise starken Limitierungen einherkommt. Fairerweise muss dazu aber gesagt werden, dass man auch kostenlos den S-Modus hinter sich lassen kann. Die Systemsprache ist jedenfalls out of the box Deutsch, also an den deutschen Markt angepasst, was ebenso für das Tastaturlayout gilt. Mein Plan für dieses Notebook ist jedoch Windows 11, was ich so auch stur und ohne weiteres zum Laufen gebracht habe. Um die Treiber kümmert sich netterweise auch schon das Betriebssystem von allein. TPM läuft ab Werk. Und großes Lob an der Stelle für das für Notebooks verhältnismäßig umfangreiche UEFI-BIOS. Biegen wir kurz ab zum Thema Verarbeitungsqualität und Anschlüsse. Was das LinkPlus P5 gegenüber einigen anderen Vertretern am Markt positiv rausstechen lässt, ist die Tatsache, dass das gesamte Gehäuse aus hochwertigem Aluminium gefertigt ist, dabei auch ziemlich dünn und wenig Gewicht auf die Waage bringt, 1,2 Kilogramm um genau zu sein. Ideal also, wenn man oft damit rumgeistern muss. Das bedeutet natürlich auch, dass die Bildschirmgröße unter Anführungsstrichen nur noch 14 Zoll beträgt und dass es auch keinen Nummernblock für die Tastatur gibt. Und wenn wir schon dabei sind, die Tastatur verfügt über nette weiße Beleuchtung, die aber nach wenigen Sekunden Inaktivität leider wieder erlischt und bei Betätigung einer Taste wieder aufleuchtet. Vielleicht eine Einstellung, die ich noch nicht so richtig durchschaut habe. Ganz ausschalten darf man die Beleuchtung selbstverständlich auch. Klappt man das Notebook auf, so fungiert der Bildschirm gleichzeitig auch als Ständer fürs Gerät, hebt und winkelt das Gerät etwas ab. Viel Spiel für die Neigung des Displays gibt es jedoch nicht, eher unterdurchschnittlich würde ich sagen. Zwischen Display und restlichem Body sind Belüftungsschlitze zu entdecken, damit die Wärme der Komponenten im Inneren, insbesondere die der CPU, abgeführt werden kann. Und ja, dieses Modell verfügt über einen Lüfter im Inneren, der sich schon bei leichteren Lasten zuschaltet, glücklicherweise aber nicht laut oder nervig rüberkommt. Ansonsten stehen uns in Sachen Anschlüsse auf der linken Seite ein USB Typ A sowie 3,5 mm Audioanschluss zur Verfügung. Rechts dann ein weiterer USB Typ A, aber auch zwei Stück USB Typ C, woran an einem auch das Ladegerät zum Laden des Akkus angeschlossen wird. Zusätzlich werden wir noch von einem MicroSD-Kartenslot begrüßt. Also Konnektivität sieht tatsächlich nicht schlecht aus auf diesem Gerät. Doch noch tappen viele von euch im Dunkeln, was die allgemeine technische Ausstattung hardwaremäßig betrifft. Um aufzulösen, als Display 14 Zoll 1080p Full HD IPS Panel 60 Hz. CPU Intel i3 1005 G1 der Ice Lake Generation, 2 Kerne 4 Threads, 1,2 GHz Basistakt, 3,4 GHz Maximal Boost Takt.
Dedizierte Grafik darf man sich natürlich hier keine erwarten. Von daher die integrierte Intel UHD Graphics 920, die DX12-fähig ist. RAM 8 GB, getaktet auf 2133 MHz und Single Channel, was gang und gäbe ist. Ein Steckplatz ist aber noch frei. Als SSD kommt ein mir unbekanntes Modell mit 256 GB Kapazität zum Einsatz, angebunden über PCI Express 3.0 X4. Intel bringt hier noch 2,4 sowie 5 GHz WLAN und ebenso Bluetooth 5.1 mit an Bord. Also im Großen und Ganzen durchaus brauchbare moderne Hardware, die zwar in Sachen Leistung nicht beeindruckt, aber für ein größtenteils sehr flüssiges Benutzererlebnis sorgt. Unter anderem habe ich im Cinebench R23 Multicore-Test leicht über 2400 Punkte erreicht und fast 900 mit einem einzelnen CPU-Kern. Sehr flott, zumindest gegenüber einer herkömmlichen SATA-SSD, ist die hier verbaute NVMe-SSD. Werte von ca. 2500 MB pro Sekunde lesen und 1100 MB pro Sekunde schreiben werden erreicht. Ein wenig später zeige ich euch sogar das Gaming-Potenzial dieser Maschine. Zuerst will ich aber ein paar andere Punkte ansprechen wollen. Die Tastatur ist nichts Besonderes, doch es tippt sich überraschend gut darauf. Auch das Touchpad weiß zu überzeugen, einerseits allein schon wegen der großen Fläche, andererseits auch wegen der vermutlich guten Reaktionsfreudigkeit. Warum das vermutlich? Na, weil der Input-Lag des Bildschirms ziemlich hoch zu sein scheint. Das heißt, Eingaben zum Beispiel durch Touchpad oder Maus fühlen sich aufgrund des langsamen Bildschirms nicht sonderlich reagierend an, wenn man es denn so ausdrücken möchte. Davon abgesehen aber ein sehr schönes, blickwinkelstabiles IPS-Display mit respektabler Helligkeit. Abgesehen von ein paar kernigen Pixel bei bestimmten Farbtönen wie Blau und Orange, da muss man allerdings schon sehr, sehr genau hinsehen, ist also Meckern auf hohem Niveau. Lautsprecher gibt es jeweils links und rechts von der Tastatur. Lautstark sind sie, von Klangfälle jedoch nicht die geringste Spur. Bass ist ohnehin so gut wie non-existent. Stimmen, zum Beispiel für Voice-Chats und Telefonate, kommen aber verständlich rüber. Weniger verständlich kommt hingegen die eigene Stimme fürs andere Ende mit dem eingebauten Mikrofon rüber. So, meine Freunde, hört sich das eingebaute Mikrofon an. Um genau zu sein, ein katastrophales Ergebnis. Eigentlich so gut wie unbrauchbar. Fast so schlimm geht's auch mit der Kartoffel bzw. Webcam weiter. Diese ist zwar noch brauchbar, doch von gut mit einer Auflösung von 640x480 sind wir qualitativ Lichtjahre entfernt. Mit den Temperaturen auf CPU-Volllast kommt das LinkPlus P5 tatsächlich nicht schlecht zurecht. Es liegt bei 21 Grad Raumtemperatur, ca. 85 bis 86 Grad an, maximal 90, und die CPU taktet dabei noch auf 3,3 GHz. Für mein Verständnis ein gutes Ergebnis. Natürlich keine große Kunst bei einer CPU-TDP von gerade mal 15 Watt. Wie sieht's nun mit der Akkulaufzeit aus? Verbaut ist ein 3-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 49 Wattstunden. Der soll laut Angabe des Herstellers LinkPlus für bis zu 12 Stunden Betrieb sorgen können. Das heißt natürlich, wie immer, dass je nach Einsatzgebiet und wie anspruchsvoll dieses ist, eine andere Ausdauer bzw. Laufzeit rauskommt. Genau habe ich nicht darauf geachtet, was ich so alles mit dem Ding gemacht habe, darunter Webbrowsing, YouTube-Videos schauen, Kommentare lesen und so weiter und so fort. Auch auf wie viele Stunden mit einer Akkuladung ich gekommen bin, kann ich also nicht wirklich sagen. Ich weiß nur, dass das Ergebnis in dieser Disziplin glücklicherweise mal ausreichend gut ausgefallen ist. Auf 6 bis 8 Stunden bin ich da sicher gekommen, dazu zählen aber auch die ein oder anderen Cinebench-Durchläufe. Also was die Akkulaufzeit betrifft, kann ich diesem Gerät einen klaren Daumen nach oben geben. Was aber, wenn man mit so einem Gerät in der Preisklasse vorhat, zu spielen? Naja, Gaming, zumindest was AAA-Spiele betrifft, ähnelt viel mehr einer Slideshow als sonst was. Aber das war ja auch absehbar mit dieser technischen Ausstattung. Wenn also damit gegamed werden möchte, sollte man wohl auf wesentlich ältere Titel oder weniger anspruchsvolle zurückgreifen. Auch der langsame Bildschirm, was sowohl Reaktionszeit als auch den Input-Lag betrifft, zaubert nicht die allerschönsten Gaming-Momente. Damit muss man sich nun mal abfinden, in der Preisklasse generell schwierig, würde ich mal so sagen. An wen richtet sich dieses Notebook nun? Mit hoher Wahrscheinlichkeit an all diejenigen, die gerne ein kompaktes und leichtes Gerät mit sich tragen wollen, das aber noch sehr gut verarbeitet ist.
Das LinkPlus P5 bietet ein gesundes Rundum-Paket, was Features, Konnektivität und Leistung anbelangt, schwächelt aber insbesondere stark im Bereich Mikrofon, Lautsprecher und Webcam. Heißt also, dass ich davon abraten würde, Sachen damit zu machen, die das eingebaute Mikro beinhalten. Es sei denn, man macht sich die Umstände und verbindet per Kabel oder Bluetooth ein externes Mikrofon. Für gewöhnliche Büroarbeiten, Word-Dateien, nicht zu gewaltige Excel-Sheets, Videostreamen und gelegentlich das ein oder andere kleine, nicht zu anspruchsvolle Spielchen, definitiv keine schlechte Lösung. Ein Wunder wird uns hier jedoch keins geboten. Nichtsdestotrotz, zu einem Preis von derzeit 479 Euro kann man nicht so viel falsch machen, da auch Konkurrenten in so einigen genannten Punkten ihre Probleme haben. Als einfaches Notebook ist das LinkPlus P5 somit durchaus eine Empfehlung wert. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses etwas längere Video von mir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.